blogge hauptsächlich über Mode, dann so ein bisschen Lifestyle, also Interior und einfach alles, was so ein bisschen den Lifestyle betrifft. Es vereint eigentlich all meine Hobbys auf einmal. Das Fotografieren und Schreiben, Mode vor allem, steht mega im Vordergrund bei mir und darum ja, habe ich angefangen. Was ein Blogger alles macht, das ist glaube ich das Thema, wo die meisten Leute nicht ganz sehen oder Einblick haben. Es fängt schon beim Vorbereiten an, also überlegen, was will ich überhaupt schauen. Dann eben Setting überlegen, wo will ich füttern, was will ich füttern, wie will ich aussehen, was will ich für eine Sprache haben, Bildsprache. Und was will ich vermitteln? Und dann eben Stylistin, indem ich Outfits zusammenstelle. Make-up-Artistin vielleicht noch, weil ich das muss. Mich selber schminken, frisieren. Da steckt sehr viel dahinter. Gerade bei einem Outfit-Post arbeite ich etwa 4 Stunden am Post. Und darum ja, recht viel Arbeit, aber eine mega schöne Arbeit. Ich mache es jetzt wirklich noch neben dem Arbeiten, aber es ist meine Leidenschaft. Also ich denke schon, dass das mehr wie ein Hobby ist, aber momentan mache ich es schon noch eben neben dem Arbeiten. Es ist nicht mein Hauptjob, ich habe meinen Job, der aber auch eigentlich im gleichen Bereich ist, wo ich mega vielfältig auch einbeziehen kann in mein Blog. Also ich denke, es vermischt sicher so ein bisschen und wer weiß, vielleicht wird es dann auch mal mehr.